Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es um das Verschwinden der damals 18-jährigen Annika Hutter aus dem Jahr 1981. Es handelt sich diesmal um einen Fall aus der Schweiz. Da es sich um einen deutschsprachigen Fall handelt, erschaltet der Fall auch hier und nicht im internationalen Kanal. Falls ihr den internationalen Kanal nicht kennt, blende ich euch rechts oben einmal eine Infokarte zu dem Kanal ein. Einmal draufklicken und schon seid ihr auf dem Kanal. Ansonsten findet ihr den Link auch in der Beschreibung dieses Videos. Dieser Fall wurde übrigens zweimal in Aktenzeichen XY als Studiofall behandelt. Und zwar in den Sendungen vom 24.07.1981 und in der Folgesendung vom 18.09.1981. Zu einem Filmfall ist es leider nie gekommen, obwohl ich mir das gerade bei diesem Tatablauf sehr gut vorstellen könnte. Aber kommen wir jetzt einmal zum eigentlichen Fall, der mittlerweile eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Auch für diesen Fall nochmal mein Dank an meinen Moderator und Co-Scripter Stefan Allgäuer, der mir diesen Fall zugeschickt und auch schon gescriptet hatte. Annika Hutter wurde im Jahr 1963 geboren. Ihre Mutter Eva war eine gebürtige Schwedin und ihr Vater Josef war Schweizer. Annika hatte noch eine jüngere Schwester. Corinne war 3 Jahre jünger als Annika. Die Familie lebte in der Gemeinde Nürensdorf. Nürensdorf ist eine Gemeinde des Bezirks Bülach im Kanton Zürich in der Schweiz. Nürensdorf umfasst die Ortsteile Birchwil, Oberwil und Breite sowie die Weiler Breitenloh, Hakab und Kleinhaus und grenzt an die Orte Bassersdorf, Kloten, Oberembach, Brütten und Lindau. Die letzten offiziellen Zahlen zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2008 und da lag die Bevölkerung bei 4.953. Von der Gegend kenne ich nicht so viel. Ich glaube, der Ort Kloten sagt mir auf jeden Fall etwas. Da gab es, glaube ich, auch schon mal ein paar Fälle bei Aktenzeichen Y, wenn ich mich recht erinnere. Annika stand im Jahr 1981 kurz vor den Prüfungen zur Matura. Die Matura ist der höchste zu erwerbende Schulabschluss, ist bei uns dann so vergleichbar mit dem Abitur und danach kann man dann studieren. Annika war sehr zielstrebig und ehrgeizig, wurde weiterhin als zuverlässig, ehrlich und sehr beliebt beschrieben. Auch zu ihren Eltern pflegte sie eine enge Beziehung. Und im Vergleich zu anderen jungen Leuten in ihrem Alter war sie schon wesentlich reifer. Zu Hause gab es nie Probleme. Andere junge Leute in ihrem Alter rebellierten zu Hause und in der Schule. Aber Annika war anders. Und Annika war bei ihren Mitschülern sehr beliebt. Am Samstag, den 11. Juli 1981, verließ die 18-jährige Annika ihr Wohnhaus in Nürensdorf. Sie fuhr mit ihrem Moped zu einem Klassentreffen in die rund 10 Kilometer entfernte Stadt Winterthur im selben Kanton. Aber leider kam Annika nie bei diesem Treffen an. Als sie am späten Abend nicht wieder nach Hause zurückgekehrt war, wussten die Eltern sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Denn Annika galt als sehr zuverlässig und sie hätte ihre Eltern informiert, wenn sie etwas später nach Hause kommen oder bei einer Freundin übernachten würde. Da Annika aber nicht angerufen hatte und auch nicht nach Hause zurückgekehrt war, waren die Eltern sehr besorgt. Sie riefen bei ihrer Klassenkameradin an, mit der sie sich für diesen Tag für ein Treffen in Winterthur verabredet hatte. Durch die Telefonate mit den Klassenkameraden erfuhren die Eltern, dass Annika nie in Winterthur angekommen war. Die Eltern gingen daraufhin sofort zur Polizei und meldeten sie als vermisst. Ihr Mofa wurde am nächsten Tag, dem 12. Juli 1981,
auf der Strecke bei Kemptal in der Gemeinde Lindau gefunden. Das ist genau die Strecke, die Annika am Vortag zurücklegen wollte. Das Mofa stand im Wald, etwa 50 Meter von der Straße entfernt. Es sah so aus, als wolle man es verstecken. Es stellte sich dann heraus, dass das Mofa einen technischen Defekt hatte. Die Polizei ging dann davon aus, dass Annika es vor neugierigen Blicken schützen wollte, damit es nicht entwendet wird. Zurück auf der Straße hat ihr wahrscheinlich jemand angeboten, sie mitzunehmen. Was danach passierte, ist völlig unklar. In den Tagen und dann Wochen durchkämmten Dutzende Polizisten und Freiwillige den Raum Kemptal und Lindau. Jedoch fanden sie keine Spuren von Annika. Auch in den Zeitungen und im Radio wurde über das Verschwinden der 18-Jährigen berichtet. Die Mitschüler, Freunde, Bekannte und die Familie von Annika organisierten auch eine private Suchaktion. Sie druckten Plakate und hingen sie überall auf. Sie suchten auch die ganze Umgebung vergebens nach Annika ab. Auch in den Medien wurde immer wieder auf das Verschwinden von ihr aufmerksam gemacht und nach Zeugen und Hinweisen gesucht. Nach dem Verschwinden von Annika und nach zahlreichen Berichten in den Medien über ihr Verschwinden erhielt die Familie sehr viele Anrufe. Jeder wollte helfen und meinte etwas zu wissen. Von Wahrsagern, Geistliche bis hin zu Privatpersonen, alle riefen bei der Familie an. Das nahm solche Ausmaße an, dass das Telefon wochenlang nicht mehr stillstand, auch nachts nicht. Manche Anrufe waren auch unverschämt, die begriffen nicht, wie sehr die Familie litt und wie sehr sie diese Anrufe belästigten. Die Polizei erhielt viele Informationen und Hinweise aus der Bevölkerung. Diese haben die Ermittler teilweise in ihrer Suche nach Annika sehr beeinflusst. Insbesondere nach dem 24. Juli 1981. An diesem Tag wurde ein kurzer Beitrag über das Verschwinden von Annika Hutter in der Sendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Viele Zeugen sagten, dass sie Annika in einem Mofa-Anhänger zwischen Kemptal und Dimmendorf fahren gesehen hätten. Der Anhänger war laut den Zeugen sehr charakteristisch, weil er einer Kiste aus Holzbrettern ähnelte und sicherlich von jemandem zu Hause selbst angefertigt worden ist. Aufgrund der Beschreibung von Zeugen veröffentlichte die Polizei eine Beschreibung und auch eine Zeichnung des Anhängers. So, jetzt sage ich euch mal, wie der Anhänger beschrieben wurde. Und gleichzeitig blende ich euch einmal diese Zeichnung, die damals nach Zeugenangaben gefertigt worden ist, ein. Und dann, ich weiß nicht, ob das so eine Art Phantomfoto von dem Anhänger sein soll. Das hänge ich auf jeden Fall, blende ich euch auf jeden Fall auch nochmal ein. Okay, also der Anhänger soll wie folgt ausgesehen haben. Bei dem Anhänger handelte es sich um ein ca. 1,40 Meter hohes Modell, das zu jener Zeit vielfach zum Transport von Laub und Abfällen benutzt worden sei. Der Anhänger war aus braunem Holz und vermutlich wurde dieser Anhänger selber gebaut. Die Ermittler haben Grund zur Annahme, dass Annika einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Sie gehen davon aus, dass Annika auf der Kantonstraße bei Kemptal entführt wurde. Zeugen haben Annika später in einem selbstgebauten Kasten, ähnlich dem Mofa-Anhänger, aus braunem Holz gesehen, der von Kemptal in Richtung Dübendorf gefahren ist. Der Mann, bei dem man Annika in einem Anhänger gesehen hat, fuhr ebenfalls ein Mofa. Doch dann verliert sich die Spur von Annika. So, der Mann wurde beschrieben wie folgt, ca. 30 Jahre alt, zerzaustes braunes Haar und ungepflegt. Danach geraten dann die Ermittlungen erst einmal ins Stocken. Erst vergehen Wochen, dann Monate und von Annika fehlte weiterhin jede Spur. Es gab auch weiterhin keine bestätigten Informationen darüber, was mit ihr tatsächlich passiert ist. Die Polizei stufte den vermissten Fall dann als Mordfall ein, denn sie waren sicher, dass Annika getötet wurde.
Die Staatsanwaltschaft nahm dann mehrere Personen fest, jedoch ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft musste das Verfahren wegen fehlender Beweise gegen alle Betroffenen und vor allem wegen der Unfähigkeit, eine Straftat nachzuweisen, einzustellen. Es gab dann in dem Fall einige Verdächtige, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Verdächtiger Nummer 1, ein 23-jähriger Mann aus St. Gallen. Ein Jahr nach dem Verschwinden, im Jahr 1982, kam wieder Bewegung in die Ermittlungen im Fall Annika Hutter. Ein 23-jähriger Mann wurde beschuldigt, ein Mädchen aus St. Gallen getötet zu haben. Bei einem der Verhöre gab der Verdächtige zu, auch Annika getötet zu haben. Später widerrief er diese Aussage aber wieder. Dieser Fall wurde durch Ermittlungspannen zu einem Justizskandal. Der Mann wurde schließlich wegen Mordes an dem Mädchen aus St. Gallen, später jedoch mangels Beweisen vom Bundesgerichtshof freigesprochen. Dann der zweite Verdächtige, ein verurteilter Zweifachmörder. 7 Jahre nach dem Verschwinden von Annika Hutter im Jahr 1988 kam dann erneut Bewegung in den Fall. Ein bereits inhaftierter Zweifachmörder gestand, Annika Hutter ermordet zu haben. Angeblich hatte er sie als Anhalterin mitgenommen, missbraucht, getötet und dann verscharrt. Auch dieser Mann widerrief das Geständnis am nächsten Tag. Der einzige Sonderstaatsanwaltschaft der Schweiz arbeitete nur an ungeklärten Gewaltverbrechen und Kapitalverbrechen. Er beschäftigte sich intensiv mit dem Fall von Annika. Er und ein forensischer Psychiater stufen das Geständnis des bereits inhaftierten Straftäters als glaubhaft ein. So eine Art von Tätertypers hat schon sehr viel Erfahrung mit der Justiz gemacht und lässt sich nicht durch ihre eigenen Gefühle und von Gefühlen anderer beeindrucken. Sie glauben, dass es sich bei diesem Tätertypus zu einem einmaligen Durchbruch der Wahrheit kam. Und der Widerruf des Geständnisses am nächsten Tag würde zeigen, dass der Täter versuchen würde, den alten Zustand wiederherzustellen. Zudem hatte dieser Täter keine Vorteile durch das Geständnis, denn er wird das Gefängnis niemals wieder verlassen, da als Wiederholungstäter gemeingefährlich und als nicht therapierbar gilt. Die Justizbehörden eröffneten in der Folge mehrere Verfahren, die sie jedoch einstellen mussten, da sich kein Verdacht erhärten ließ. Alle von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Verfahren gegen weitere Beschuldigte wurden auch eingestellt. Das letzte Verfahren dann im Jahr 2009. Der Fall wurde allmählich kalt. Allen Hinweisen wurde nachgegangen und alle Zeugen wurden befragt. Die Ermittlungen waren an einem Punkt angelangt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Im Jahr 2001, 20 Jahre nach Annikas Verschwinden, gründete eine Gruppe in Lindau lebender Menschen einen Verein namens die Interessengemeinschaft für ungelöste Fälle, in Kurzform IG Ungelöst. Sie sammelt und veröffentlicht Informationen zu vermissten Personen in der Schweiz. Natürlich ist es ein weiteres und ebenso wichtiges Ziel der Gruppe, zur Lösung dieser Fälle beizutragen. Die Interessengemeinschaft vereint Privatpersonen und fungiert als eine Art Vermittlungsinstanz zwischen Opfern, Behördenvertretern und sogar Tätern. Der Verband ermutigt zur Bereitstellung von Informationen und gewährleistet die Anonymität der Personen, die diese melden. Auch die IG Ungelöst beschäftigte sich seit Beginn mit dem Fall Annika Hutter, suchte Zeugen und sammelte Informationen. Im Jahr 2010 ergriff der Verein die Initiative, wieder nach Annika zu suchen. Dieser Zeitpunkt war nicht zufällig gewählt, denn gemäß dem Schweizer Gesetz verjährt Mord nach 30 Jahren, so dass im Jahr 2010 nur noch ein Jahr blieb, um den oder die Täter von Annika zu fassen und zu verurteilen. Der Verein organisierte eine Aktion auf dem Lokalradio in Winterthur. Die Interessengemeinschaft forderte Zeugen von Ereignissen aus der Vergangenheit auf, sich bei ihnen zu melden. Die IG Ungelöst betonte, dass alle Zeugen zu 100% anonym bleiben. Die Resonanz wäre sehr groß, aber in den ersten Wochen kristallisierte sich
noch kein wirklicher Hinweis heraus. 2 Monate später meldete sich jedoch eine Frau bei IG, die glaubte, Annikas Entführer und Mörder könnte der ehemalige Partner ihrer Freundin gewesen sein. Die Frau konnte den charakteristischen Anhänger, den dieser Mann besaß, sehr genau beschreiben. Leider verweigerte die Frau eine offizielle Aussage, wie sie es schon vor Jahren verweigert hatte. Doch dank dieser Spur begann die Interessengemeinschaft, sich das Umfeld des Verdächtigen, der heute im Kanton Aargau lebt, anzuschauen, um mit Personen zu sprechen, die Annikas Verschwinden vor Jahren miterlebt und sie in einem Mofa-Anhänger gesehen haben. Die von den Zeugen präsentierte Beschreibung des Anhängers stimmte mit der von der Frau aktuell gemachten Beschreibung überein. Und da war noch etwas, denn eine dieser alten Zeugen zeigte auf das Foto des Verdächtigen. Also der Zeugin oder des Zeugen, dem Zeugen wurden damals wieder eine Auswahl von Fotos gezeigt, wie man das kennt. Und das hat dann damals diese Interessengemeinschaft gemacht. Und da zeigte der Zeuge dann direkt auf das Foto des Verdächtigen. Und er behauptete dann, dass dieser Mann es war, der Annika im Anhänger gefahren hatte. Die Mitglieder des Vereins machten weiter und fanden bald heraus, dass der Verdächtige in den 1980er Jahren kleine Landhäuser und Scheunen gemietet hatte, die sich auf Bauernhöfen in verschiedenen Orten befanden. Es stellte sich heraus, dass viele dieser Einrichtungen in der Nähe von Orten befanden, an denen Kinder und Jugendliche vermisst wurden. Die Interessengemeinschaft hofft, dass sich jemand meldet, von dem der Verdächtige eine Scheune oder eine Wohnung gemietet hatte. Dann könnten sie versuchen, irgendwelche Gegenstände zu finden, die Annika gehörten. Die Interessengemeinschaft erfuhr auch, dass die Ehefrau des Verdächtigen ihn bereits im Jahr 1988 beschuldigte, Annika ermordet zu haben. Da es jedoch keine Leiche gab, konnte von Mord keine Rede sein. Trotz verschiedener Versuche vieler Beteiligte gelang es nicht, den Verdächtigen zu befragen, da der Mann sich jedes Mal weigerte. So, das alles hat jetzt diese Interessengemeinschaft herausgefunden. Und dann schauen wir mal, wie die Polizei denn in dem Fall weitergemacht hat. Laut einem ehemaligen Privatdetektiv und Mitglied der Interessengemeinschaft hat die Polizei bei den Ermittlungen zum Verschwinden von Annika nicht sehr eng zusammengearbeitet. So behauptete der damalige Privatdetektiv, dass die Zeichnungen und Fotos des Mofas, die im Fernsehen gezeigt wurden, nicht mit der Augenzeugenbeschreibung übereinstimmen. Diese Diskrepanz mag natürlich dazu beigetragen haben, dass sich andere potenzielle Zeugen, die den Mann schon damals theoretisch identifizieren konnten, nicht gemeldet haben. Da sich viele Personen mit dem Fall beschäftigt haben, wie die Polizei, ein ehemaliger Polizist der IG Ungelöst und anderen Personen, ergibt es sich auch verschiedene Theorien, was mit Annika passiert sein könnte. Kommen wir zu der ersten Theorie. Wie schon erwähnt, hatte Annikas Mofa einen Defekt. Sie musste das Mofa im Wald stehen lassen. Möglicherweise hat sie versucht, per Anhalter zu fahren, oder der Mofa-Fahrer mit dem Anhänger sah Annika zufällig am Waldrand an der Straße stehen. Er fuhr zu Annika und bot ihr seine Hilfe an. Möglicherweise kam es schon dort am Waldrand zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wahrscheinlich wollte Annika nicht mitfahren. Deshalb wurde der Mofa-Fahrer gewalttätig, schlug sie. Annika fing an zu schreien, er würgte oder schlug sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dann legte er Annika in den Anhänger. Er fuhr los und wurde dabei auf der Kantonstraße mit Annika im Anhänger von mehreren Zeugen gesehen. Er brachte sie dann an einen Ort, wo er sie in Ruhe sexuell missbrauchen und töten konnte. Danach verscharrte er sie irgendwo. Dann die zweite Theorie, dass es zwei Täter gibt.
Das zumindest schließt ein ehemaliger Polizist und auch die IG ungelöst nicht aus. Der ehemalige Privatdetektiv und Mitglied der Interessengemeinschaft teilte die gleiche Meinung wie ein ehemaliger Polizist. Laut dem ehemaligen Privatdetektiv und dem ehemaligen Polizist zufolge handelt es sich bei dem Täter um denselben Mann, der den Mord vor Jahren bei Verhören gestanden und später seine Aussage zurückgezogen hat. Nach Ansicht des ehemaligen Privatdetektivs war der Mofa-Fahrer, der Annika in einem Anhänger transportierte, daher kein Mörder, sondern ein Zeuge des Verbrechens, und er wollte dem Mädchen nur helfen. Sie starb jedoch schließlich, vielleicht noch in dem Anhänger, in dem er Annika transportierte. Er wollte selbst nicht in die Tat verwickelt sein und auch sein Mofa sollte nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Also ging er nicht zur Polizei und versuchte, seine Spuren zu verwischen. Die dritte Theorie. Daran glauben zumindest der Sonderstaatsanwaltschaft und der forensische Psychiater. Und zwar geht es um den verurteilten Zweifachmörder, von dem ich vorhin schon erzählt hatte. Sie halten sein Geständnis für glaubwürdig und sind weiterhin von seiner Täterschaft überzeugt. Doch leider konnten keine Beweise gefunden werden, die für seine Anklage gereicht hätten. Alles war derjenige, der schon inhaftiert ist, dann gesagt hat, er wäre der Täter und einen Tag später dann seine Aussage widerrufen hat. So, für keine der Theorien gibt es Beweise, die eine der Möglichkeiten belegen. Das ist das Problem. Auch wenn viele Personen zur ersten oder zur zweiten Theorie tendieren, in der der unbekannte Mofa-Fahrer involviert war, ist es nicht gesagt, ob die Zeugen tatsächlich Annika Hutter sahen oder ob ihre Beobachtung sich auch tatsächlich so zugetragen hat. Da mehrere Zeugen unabhängig berichtet haben, dass sie Annika in diesem Anhänger gesehen haben wollen, kann man den Zeugen schon glauben. Aber trotzdem muss man halt immer vorsichtig sein und für alles Weitere offen sein. Das haben wir ja schon des Öfteren erlebt, beziehungsweise ich hatte ja schon des Öfteren darauf hingewiesen, immer wieder der Fall Monika, ältere Dame, sieht Monika in ein Fahrzeug einsteigen, 20, 30 Jahre später stellt sie heraus, es war gar nicht Monika, es war ein Mädchen, was so ähnlich sah, und aufgrund dessen wurden die Ermittlungen dann in eine vollkommen falsche Richtung gelenkt. So, und diese dritte Theorie, ja, kann man auch nicht ganz ausschließen. Es könnte möglich sein. Aber vielleicht war doch alles ganz anders und man hatte den Täter noch nicht mal in den polizeilichen Akten. Ja. Auch wenn man heute irgendwelche stichhaltigen Beweise da finden würde, müsste aber keiner der Verdächtigen oder der Täter eine Verurteilung befürchten. Denn in der Schweiz verjähren solche Kapital- und Gewaltverbrechen nach 30 Jahren. In Deutschland verjährt Mord nicht, aber in der Schweiz ist es eben anders. Im Juli 2011 waren dann die 30 Jahre vergangen und der Fall Annika Hutter dann verjährt. Dabei ist dann eben zu erwähnen, dass bei plötzlich auftretenden wichtigen und neuen Erkenntnissen in dem Fall Zwangsmaßnahmen wie Haft oder Untersuchungshaft nicht auf mögliche Beschuldigte angewendet werden könnte. Außerdem kann dann niemand auch bei einer DNA-Übereinstimmung für dieses Verbrechen angeklagt werden. Es ist den Strafverfolgungsbehörden nicht einmal gestattet, eine Hausdurchsuchung zu machen, biologische Spuren zu sammeln oder andere Untersuchungsmethoden anzuwenden. Ich denke, das ist auch mal wieder ein Diskussionsthema, vor allen Dingen, wo wir ja neulich den Fall mit der Friederike hatten, wo in Deutschland jetzt tatsächlich, wenn solche Beweise vorliegen, auch gegen einen Täter, der freigesprochen wurde, nochmal ein neues Gerichtsverfahren eröffnet werden darf, was ja bis vor kurzem auch nicht möglich war. Und dann sehen wir das hier in der Schweiz. Nach 30 Jahren ist das Ding gegessen praktisch, dann kann dem Täter nichts mehr passieren. Absolut nicht. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wie ihr darüber denkt, aber ich denke mir, die Meinung wird wahrscheinlich recht eindeutig sein, so wie ich euch kenne. Trotzdem, auch wenn ihr gerade anderer Meinung seid, schreibt es mir mal in die Kommentare.
Und bitte, wenn jemand anderer Meinung ist und das ist auch begründet, hoffe ich, dass wenn dagegen kommentiert wird, bitte nur sachlich dagegen kommentiert wird. Sollte da irgendein Hate entstehen, muss ich diese Kommentare dann leider löschen. So, wie ist denn der Familie ergangen von der Annika? Ja, die Familie Hutter litt wegen dem spurlosen Verschwinden von Annika sehr. Und jedes Familienmitglied ging anders mit dem Verlust um. Annikas Mutter wurde sehr krank. Sie verließ das Haus kaum und hatte kaum noch soziale Kontakte. Annikas Vater ging arbeiten, traf sich mit Freunden und Bekannten. Er musste sich ablenken. Das hieß aber nicht, dass er nicht gelitten hat. Er hat auch sehr unter dem Verlust von Annika gelitten, aber er hielt es zu Hause kaum aus. Die jüngere Schwester von Annika, Corinne, kam nicht mit dem Verlust ihrer Schwester klar. Die Ehe von Annikas Eltern ging in die Brüche, da jeder anders mit dem Verlust umging. Die Mutter hatte kein Verständnis für ihren Mann, dass er sich mit Freunden traf und versuchte, irgendwie weiterzuleben. Sie konnte nicht verstehen, dass sie sich auch nach Jahren nach dem Verschwinden von Annika mal wieder über etwas freuen konnte. Das hat sie ihm wahrscheinlich übel genommen. Und laut Josef Hutter zufolge ging die Ehe dann auch in die Brüche, da Eva jeden Mann als möglichen Täter sah. Und er war sich sicher, dass auch sie ihn als Täter sah, denn alle Männer waren für sie Täter. Die Mutter wurde nie wieder gesund und verstarb im Jahr 2006 an den Folgen ihrer Krankheit. Die jüngere Schwester kämpft bis heute mit dem Verlust ihrer geliebten Schwester. Der Vater Josef hat jahrelang für eine Aufklärung in dem Fall gekämpft, aber nun hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch wenn die Polizei nicht mehr ermittelt, die IG ungelöst untersucht den Fall weiterhin und ist für jeden Hinweis dankbar. Ich schaue gleich nochmal, ob ich irgendwie einen Link dazu finde und werde den dann auch nochmal in die Beschreibung posten. So, jetzt will ich mal nicht mal zu lange spekulieren, aber stellt sich natürlich jetzt wirklich die Frage, ob das dieser Mofa-Fahrer war, ob die Leute wie ich Annika dort drin gesehen haben oder in welchem Zustand Annika war, wenn man sie dort drin gesehen hat. Ich denke mal, normalerweise hätte sie irgendwas gesagt, hallo oder wie auch immer. Es kann natürlich sein, dass sie wie ich da schon nicht mal am Leben war oder dass sie bewusstlos war, wenn sie überhaupt in diesem Anhänger war. Also ich finde es immer sehr, sehr gefährlich, wenn es diese Zeugenaussage gibt, so Marke, wir haben sie da gesehen, ich habe sie da nochmal gesehen und ich habe sie da auch nochmal gesehen und dann die Ermittlungen nur in diese Richtung gehen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist irgendwie auch wieder von der Polizei viel verschlampt worden. Also es wurde meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig ermittelt. Aber das ist erstmal nur meine Meinung. Ich bin jetzt mal mehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Und vergesst nicht, auch wenn ich nicht jeden Kommentar like oder kommentiere, durchlesen, tue ich sie mir alle. Okay, dann danke erstmal fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.